Hey und ho, ich bin auf der Rückreise von Burg Wasserstein, habe allerdings einen kleinen Umweg genommen, bin mal völlig ans andere Ende der Welt aufgebrochen, also genau in die andere Richtung losgefahren, als wir eigentlich losfahren müssen, um zu unserer Heimatinsel zu kommen. Ja, und siehe dann, siehe da, ich habe doch tatsächlich Land entdeckt. Unweit unserer Insel. Nur mal irgendwie in eine andere Richtung. Es scheint auch sehr abwechslungsreich zu sein. Hier haben wir wirklich Schnee, da haben wir Sumpf. Da hinten sehe ich auch schon irgendwie, glaube ich, irgendwo habe ich auch schon Dschungel gesehen. Also, und notfalls, falls man sich doch nochmal irgendwann auf Burg Wasserstein länger aufhält, findet man hier auch sehr viele Ressourcen. Und es ist echt nicht weit, ne? Also, überhaupt kein Problem. Höchstens ist jetzt das Problem, dass ich mein Boot nicht wiederfinde. Doch, Moment, das müsste da vorne irgendwo. Ach, da hinten, da vorne, da hinten, da vorne. Müsste eigentlich kein Problem sein, das wiederzufinden. Ja, ich bin letzte Folge dann nochmal, also nach dieser Power-Mega-Folge, ne, Teil 100. Burg Wasserstein, The Movie, bin ich nochmal unten in die Höhle reingegangen. Oder das erste Mal, nicht nochmal, sondern das erste Mal. Und tatsächlich ist da unter der Burg eine Schlucht. Ja, wie sollte es anders sein? Eine richtige schöne Schlucht. Bin ja nicht weit rein. Ich habe nur oben, weiß ich, zwei, drei Zombies erschlagen. Bin dann, hab ein Eisen gefunden. Hier, was habe ich denn noch? Ich glaube, ich habe es sogar dabei. 29 Eisen habe ich mit aus der Höhle geholt und wow, Killerrose, vorsichtig. Und das war's, ne? So. Jetzt fahre ich noch ein Stück mit euch zurück. Bis wir dann halt Burg Wasserstein vom Wasser aus auch mal sehen. Mal sehen, auch wie es so aussieht, ne? Ich nehme jetzt mal Kurs, ungefähr. Könnte hinkommen. Ja, und dann werde ich vielleicht mal ein bisschen Vollgas geben. Und dann sind wir mal gespannt. Das Schöne ist ja, man kann das eigentlich ganz gut erkennen am Meeresboden, der dann so da unten so aufpoppt. Ob da jetzt eine Steigerung reinkommt, irgendwie eine Steigung und da ist was, da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Ja, guckt mal einer an. Na, wie schön. Mit dem Feuer da drauf und die Bäume da dran. Da geht doch einiges. Ja, also, es war ein schönes kleines Projekt. Jetzt haben wir öfters mal einen Grund, wieder zurückzukehren, auch wenn der Weg doch jetzt noch sehr weit ist. Das werde ich euch jetzt auch nicht antun. Nicht schlecht. So, wir müssen da Kurs nehmen. Okay. Versuche ich mal mein Glück. Auf geht's. Und dann werde ich vielleicht mal noch beim Bert reinschneien. Da waren wir auch länger nicht. Und mich da aber nicht lange aufhalten, denke ich mal. Mal sehen. Ich mache auf jeden Fall einen kleinen Schnitt, damit ihr euch jetzt die ganze Fahrt nicht hier so antun müsst. Ja, es gibt Momente in Minecraft, da wünsche ich mir dann doch ein Hovercraft, ein Flugboot oder mindestens irgendeine Art von Raketenantrieb. Ich habe mich jetzt auch zu entschlossen, wo ist denn da mitten im Wasser? Boah, gefährlich. Dazu entschlossen, nicht beim Bert reinzugucken ist. Doch jetzt irgendwie hat mir jemand das Licht ausgeschaltet. Und ich möchte jetzt ungern hops gehen und dann wieder da hinten auf der Insel rauskommen. Ich fahre lieber mal durch.
Die Heimatinsel dürfte jetzt gleich am Horizont erscheinen. So, und jetzt ist es auch fast vorbei mit dem Frieden. Wir müssen uns jetzt wieder einen Weg suchen durch unseren Sumpf. Ich meine, aber den habe ich von Killerosen doch so ziemlich befreit. Ich sehe auch schon unsere Lichter, unsere Positionslichter. Dann ab durch den Kanal, aus dem Boot springen, ruckizucki ins Haus und schlafen. Da ist ein Sprengwurm. Wenn ich jetzt aber Vollgas gebe, geht das vielleicht, wenn jetzt nicht gerade ausgerechnet einer mitten im Wasser ist. Daumen drücken, Daumen drücken. Hurra! So. Boot ist mir jetzt auch egal. Au! Ein bisschen laufen noch. So, Lage checken kurz, ne, ein bisschen immer. Vor allem erstmal die Verriegelung wieder hoch. Nicht, dass hier noch einer sich aufhält. Obwohl Türen sind ja alle heil, ne, da darf eigentlich nichts passieren. Alles klar. Gute Nacht. Wir sind wieder in Sicherheit. Wir haben Burg Wasserstein, was weit hinter uns gelassen und das war auch ein schöner Ausflug. Bin jetzt aber irgendwie auch ein bisschen wieder froh. Einerseits habe ich jetzt so ein bisschen wehmütiges Gefühl, ja, weil ich doch die Burg sehr schön fand. Und andererseits bin ich jetzt auch wieder glücklich, so ein bisschen zu Hause zu sein. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich nicht so wirklich weiß, da ist ein Enderman. Weiß ich also doch, was ich jetzt tun habe. Enderman schlachten. Moment, ich habe... Das wisst ihr gar nicht. Ich habe nämlich ein neues Zauberschwert. Hallo? Ist sie etwa hier angekommen, oder wie? Habe ich den angeguckt? Hallo. Er ist ja wieder weg, ne? Hab ich den vorhin aus Versehen angeguckt, dass der... Oh, da ist er. Und er hat ein Auge gedroppt. Das finde ich sehr nett von ihm. Das machen die ja nicht immer. Das ist nicht selbstverständlich. Noch jemand ohne Fahrschein? Alles ruhig hier. Ja, klar, wir sind natürlich zu früh hier angekommen. Oh! Getong, getong, getong. Ich habe Level 13, ne? So, jetzt gehe ich hier mit dem teuren Schwert durch die Gegend. Das hat Smite, was auch immer das bedeutet. Oh. Ich habe keine Lust, immer erst für ein Computerspiel einen Doktortitel machen zu müssen, ne? Ihr werdet mich sicher aufklären, was das genau macht, so Smite und... Ich weiß nicht, klingt fast so ein bisschen wie so eine Limo oder so, ne? So. Schafe, wie geht's euch? Lange nicht gesehen. Ja, ich habe mich im Tempel verkrochen, ne? Was ist denn das denn hier? Moment mal. Wo ist der denn? Boah,
Boah, kaum ist man mal ein paar Tage nicht zu Hause, ja? Geht hier alles so runter und rüber. Ich kann doch eigentlich nur hier drunter sein, unter dem Weg, aber nee, das ist doch zu eng da unten. Da ist ja viel zu eng, ist ja nur einer hoch. Ja, prima. Kein Koppelstein, alles verbraten. Aber ich habe hier Kisten mit Koppelstein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja. Alles voll mit Koppelstein. Achso, hier, die Eisenohren, die kann ich jetzt mal hier lassen. Sehr merkwürdig. Da höre ich da noch jemanden. Und Wasser, ne? Ist das nicht ein Wassergeräusch noch? Hier ist aber nirgendwo Wasser. Unter uns. Also das ist Quatsch. Nee. Ja, das ist ja wirklich merkwürdig. Ganz außergewöhnlich. Was ist hier im Keller? Ich höre mal im Keller. Vielleicht ist, hier unten ist nämlich noch irgendwo vielleicht ein Hohlraum. Und zwar hier. Nee. Auch nicht. Ach, Leute. Das ist mir doch jetzt auch wurscht. Lass den doch da rumknurren. Lieber mal die Kostbarkeiten. Mobs habe ich hier. Ich habe doch noch mehr Augen. Da. Obwohl, das sind Perlen. Ich verwechsel das immer. So. Das teure Schwert lasse ich jetzt auch mal wieder hier. Das nehme ich nicht mit auf die Reise. Was lässt mir nie Ruhe? Gut, was mache ich denn mit euch? Oh, 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 oh. Oh, du meine Güte. Ich meine, ich habe nicht so wahnsinnig viel gefuttert auf der Burg. Das hat mich eigentlich erstaunt. Kaum mal irgendwie die Steaks da verzehrt. Also, weiß ich auch nicht. Aber ich werde mal ein bisschen nachzüchten. Das muss sein. Da hinten die Kühe, da sind ja nur zwei Kühe. Komm. Ja, mach mal schön Mu, ne? Mu, Mu, Mu. Und Schwein hab ich auch kaum noch. Ja. Hallo, Schaf, geh mal da weg. Lass die mal Liebe machen. Ah. Oh, ich hab doch gar nichts mehr in der Hand. Ach, da ist ja ein kleines. Na also, war doch gar nicht so schwierig. Ja, euch ist warm, ne? Ja. So. Bin ein wenig jetzt ziellos. Hier ist im Grunde nichts zu tun im Moment, ne? Hab ich denn hier wirklich nichts zu tun? Im Zipfelberg ist nichts zu tun, da unten ist jetzt nichts zu tun. Ich könnte mal in die Schlucht runterklettern, aber da weiß ich jetzt auch wirklich nicht so. Ich weiß nicht, das laufende Projekt ist ja doch eher so im Dschungel jetzt. Würde ich mal sagen, gucken wir mal einfach, dass ich jetzt hier noch so ein bisschen ernte oder so. Oder mache ich mich am nächsten Tag dann einfach auf in den Dschungel. Jetzt schaffe ich das nicht mehr. Da komme ich dann mitten in der Nacht an, das ist mir ein bisschen zu heikel. Oh, warte mal, wo, warte mal, ich war, glaube ich, ja, wir müssen den anderen Weg nehmen. Wir müssen auch sowieso den anderen Weg nehmen.
Ich habe nämlich in der Mine auf halber Strecke noch ordentlich Sachen hinterlassen, meine ich jetzt jedenfalls, mich erinnern zu können. Die Powerfolge beim letzten Mal, die ist ja so ein bisschen über die Stränge geschlagen und da habe ich dann so einiges vergessen, was ich vorher gemacht habe. Ja, ich war ja, glaube ich, in der Mine und habe da noch irgendwie Zeug liegen, was ich eigentlich... Ja, Redstone habe ich doch gefunden noch, genau. Und das ist jetzt alles und das holen wir nämlich auf dem Weg in den Dschungel wieder. Ja, ich bin ja auch... Warum habe ich das überhaupt mit dem Rechen gemacht? Ja, alle wieder am Schreien. Der kann ja nix. Na und? Dann kann ich eben nix. Mir doch egal. Her mit dem Zeug. Und rein mit dem Zeug in die Erde. Muss man denn noch irgendwas mitnehmen? Nö, ich muss auch nichts. Ich muss mich nur so ausstatten. Essen habe ich noch. Noch ein Boot mitnehmen. Oh. Und sonst habe ich eigentlich alles auf dem Dschungel da. Da sind wir inzwischen auch bestens ausgestattet. Das Einzige, was uns da fehlt, ist da auch so Tierzucht und sowas. Aber im Moment finde ich das eigentlich noch sehr lustig, dass man immer hier solche Versorgungstouren machen muss. Das hat irgendwie was. Ja, das finde ich ganz gut. So, ja, Zeug mal ein bisschen, was wir nicht brauchen. Lass mal hier mal noch eine eiserne Reserve. Ein Powerbogen könnte ich wieder mitnehmen, statt diesem hier. Habe ich mich letztens auch nochmal eben in das Pfeilfabrik ein bisschen Nachschub besorgt. So, dann haben wir das hier und das nehmen wir alles mit. Genau. Das ist alles sehr schön, ja, den brauchen wir jetzt nicht, den können wir hier lassen. Das nehmen wir mit, dann bauen wir uns noch eben ein Boot. Und dann gehen wir oben nochmal schlafen. Oder liegt im Sumpf noch ein Boot? Kann natürlich auch sein, ne? Schadet ja nichts, wenn wir welche noch ein Boot dabei haben. Ist ja nicht schlimm. So, Fackeln brauchen wir so viele jetzt auch nicht. Da haben wir alles im Dschungel auch. Nehmen, lassen wir lieber die Hälfte mal hier, damit wir so ein bisschen was ansparen. Dann nehme ich noch ein Schwert, brauche ich eigentlich auch nicht mitnehmen, aber den Powerbogen nehme ich noch mit. Und den normalen hier, den kann ich auch dabei behalten. Dann habe ich überhaupt, ja komm, noch eine billige Axt hier, eine Hacke. Egal. Ich mal eben noch einen Apfel essen. So, schlafen gehen. Und dann geht's los. Haha. Oh, jetzt war ich mutig. Ich habe die Tür überhaupt nicht verriegelt. Ah, da liegt noch ein Boot. Dann nehmen wir das doch. Klingklong. Gib Gas. Ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn er so langsam losfährt. Okay, dann sage ich mal, das war jetzt erstmal wieder eine schöne, ruhige Folge, ohne viel Palaver und so, ne? Nach dem
nach der letzten, der 100. Folge, ne, brauchte man ja mal wieder so ein bisschen Pause. Und dann schauen wir einfach mal beim nächsten Mal, dass wir die ganzen Sachen einsammeln aus der Mine und uns dann weiter auf in unsere Dschungelstadt machen. Und da geht's dann erstmal wieder weiter und da habe ich euch ja auch noch ganz viel zu zeigen. Also habe ich ja in der Zwischenzeit also zwischen der Folge 99 und 100 habe ich da ja ordentlich nochmal zugelegt, einiges gemacht und da könnt ihr schon mal gespannt drauf machen. Ist natürlich noch bei weitem nicht fertig, also so viel habe ich jetzt auch wieder nicht gemacht, ne? Aber man kann da schon mal sich so ein bisschen was vorstellen. Wenn ich dann jetzt auch den Weg wieder finde. Naja, aber das lasst mal meine Sorge sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.